Vor wenigen Stunden ist meine Mutter an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Und sie ist damit mittlerweile eine von über 4000 Toten allein in Österreich, die an diesem Virus verstorben sind. Ja, sie war 85, ja, sie hat schon schlecht gehört und sie ist auch schlecht gegangen, aber darüber hinaus war sie nicht die klassische Risikogruppe mit vielen Vorerkrankungen. Und es ist immer schwer, einen Menschen zu verlieren, aber ich kann euch sagen, es ist besonders schwer, jemanden in einer Zeit zu verlieren, wo man nicht die Möglichkeit hat, sie nochmal zu besuchen, nochmal die Hand zu halten und keine Möglichkeit hat, vielleicht das eine oder andere auch noch zu besprechen. Ich habe in diesen vergangenen Tagen auch erlebt, welch hingebungsvolle und engagierte Arbeit die Menschen im Gesundheits- und Sozialbereich leisten. In den Krankenhäusern, in der Pflegeeinrichtung, in den Pensionistenwohnhäusern. Und wir können diese Menschen eigentlich nicht viel unterstützen, aber wir können es tun, indem wir uns an diese ganz einfachen Regeln halten, die wir alle schon 100-mal gehört haben und indem wir sie auch ernst nehmen. Die Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten und indem wir auch jetzt die Möglichkeit nutzen, testen zu gehen. Wir können damit verhindern, dass wir vielleicht den einen oder anderen anstecken und das kann jeder Einzelne tun. Jetzt, sofort, morgen, in den nächsten Tagen. Und wir sollten es tun. Unsere Liebsten sollten uns das wert sein. Alle gemeinsam. Dann schaffen wir dieses blöde Virus. Und nicht es uns. Bitte, machen wir das.